Herr Bayer, es gibt ja die sogenannte rückgedeckte Unterstützungskasse und die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Worin unterscheiden sich eigentlich diese beiden Modelle? Ja, die Unterschiede zwischen einer rückgedeckten und einer pauschal dotierten Unterstützungskasse, bevor wir an die Unterschiede kommen, erstmal die Gemeinsamkeit. Es gibt ja von den 5 Durchführungswegen nur eine Unterstützungskasse. So, es gibt natürlich steuerlich 2 Dotierungsmöglichkeiten. Das eine ist rückgedeckt, das andere ist pauschal dotiert. Es ist, wie gesagt, eine Unterstützungskasse und beides haben auch eins gemeinsam. Der Arbeitgeber haftet immer für die Erfüllung der zugesagten Leistung, wie bei jedem anderen Durchführungsweg, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds und so weiter auch. Steuerlich gibt es so verschiedene Dotierungsmöglichkeiten. Wenn ich mich Rückdeckungsversicherung bediene für die Rückdeckung, muss ich bestimmte Rückdeckungsversicherungen verwenden, die nach einem Bonussystem arbeiten und dann kann ich entsprechend so viel einzahlen, wie ich im nächsten Moment an die Versicherung gebe. Das heißt, das Geld fließt unwiederbringlich ab und geht dann zum Schluss in eine Versicherung. Die Haftung, die ist nach wie vor beim Arbeitgeber. Das ist also ganz grob die Funktion der rückgedeckten Unterstützungskasse. Auch hier können viele Fehler passieren. Berufsunfähigkeit und solche Dinge abzusichern, wäre immer ein großer Fehler und auch ein großes Risiko. Die pauschal dotierte ist ebenfalls eine Unterstützungskasse, nur hier kann man nur bestimmte Beträge dotieren, bestimmte Beträge, die das Steuerrecht vorsieht. Das ist bei jüngeren Mitarbeitern ist es deutlich mehr, als in der rückgedeckten Unterstützungskasse möglich ist. Das heißt, hier können hier Aufwendungen, auch Steuererstattungen nach vorne verlagern. Und der ganz große Unterschied ist eben die freie Kapitalanlage. Ich bin nicht gezwungen, als pauschal dotierte Unterstützungskasse das Geld an eine Versicherung weiterzuleiten, sondern üblicherweise lasse ich das im Unternehmen, ich gewähre das dem Unternehmen als Darlehen zurück und das Unternehmen kann damit machen, was es will. Es kann es in Anlagevermögen investieren, in Vorratsvermögen, in Edelmetalle, in Rohstoffe oder natürlich auch in Sach- und Realwerte oder bestimmte Anlagen am Kapitalmarkt oder eben durch eine professionelle Vermögensverwaltung verwalten lassen. Der ganz große Unterschied ist, Versicherungen sind meistens Staatspapiere, die freie Kapitalanlage oder die Anlage im Unternehmen ist in der Regel ein Sachwert, ein Realwert, etwas, was nicht von Inflationen, von ähnlichen wirtschaftlichen Fehlentwicklungen in dem Maß betroffen ist. Das ist für mich der ganz große Unterschied und auch der ganz große Vorteil einer pauschal dotierten Unterstützungskasse oder auch Unternehmenskasse, wie sie häufig genannt wird.